Du versuchst schon längere Zeit deinem Familienglück, deinen Wurzeln und Flügeln näher zu kommen und findest nicht den Mut hinzuschauen, dein Herz zu öffnen und vertrauensvoll den nächsten Schritt zu gehen? Dann lade ich dich von Herzen ein zu unserem zweiten Online-Kongress Wurzeln und Flügel 2.0, Familientrauma, Familienglück. Und in diesem erkenntnisreichen Interview, das ich gerade mit dem wundervollen, vitalen Florian Sauer führen durfte, sprechen wir über die Wichtigkeit von Detox einerseits und Ernährung und wie diese in Bezug zu Familienglück stehen. Florian verkörpert großes Bewusstsein und Achtsamkeit für die Lebendigkeit in Körper, Geist und Seele. Lieber Florian, danke für deine Zeit und deine Inspiration aus deiner Sicht als Experte für Detox, Gesundheit, Lehrer und Coach für innere Reinigung und Entschlackung sowie Vitalitätsmentor und Gründer der Nakurapi Akademie. Was war und was ist für dich das Wichtigste, was du unseren Zuhörern in unserem Kongress mitgeben möchtest aus unserem Interview und warum sollten sich gleich alle für 2.0 anmelden? Oh, ich habe ja vorhin abgeschlossen, indem ich ja auch für mich immer sage, früher dachte ich, du bist, was du isst. Irgendwann kam dazu, was du denkst, was du tust. Und dann habe ich gemerkt, nicht die anderen sollten in mich schöpfen, sondern ich sollte aus mir selbst heraus schöpfen und darin tätig sein. Und dann entsteht eine neue Welt. Das ist das für mich 2.0, weil ich ja schon mal ein anderes Leben gelebt habe. Und jetzt ein ganz, ganz anderes Leben erfahren durfte durch Krankheit, durch Leid, durch emotionale Themen, durch Streit, durch Wut, durch Hass und Gewalt. Alles das hat mir geholfen zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und dann keine Kompromisse mehr einzugehen, den Schritt nicht mehr zurückzugehen, zu sagen, nach vorne, ja, gegen den Strom schwimmen die lebendigen Fische. Und das war für mich der Beginn eines neuen Lebens, einer neuen Berufung, in der ich mich berufen fühle, in der ich wirkend bin. Und weil ich halt als junger Mensch sehr früh angefangen habe, bin ich halt nun mal einer der Pioniere, der schon etwas macht, was sehr erfolgreich ist. Und aus diesem CEO ist halt dann unsere Akademie entstanden. Und das wusste ich aber damals noch nicht, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Und deswegen seid bereit, neue Entscheidungen zu treffen. Seid bereit, Risiken einzugehen. Ne? Ich riskiere, ja. Ich bin bereit. Ich entziehe mich der Täuschung, also auch enttäuscht zu werden, weil euch das immer nur weiterbringt im Leben, nie euch einschränkt. Und immer, wenn mir etwas passiert, bedanke ich mich im Leben und sage, danke, liebes Universum, schauen wir mal, für was das gut ist. Und genau darum sprechen wir in diesem Interview. Bei mir geht es darum, eine Verbindung zum körperlichen, geistigen und emotionalen zu fühlen und nicht immer nur zu verstehen. Ah, la la,